Herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Es hat ein bisschen auf sich warten lassen, urlaubsbedingt, arbeitsbedingt, aber ich habe es ja jetzt endlich hinbekommen. Und zwar möchte ich in dem Video jetzt einfach mal ein paar Tipps und Tricks vorstellen, die ihr vielleicht so noch gar nicht gehört habt und die euch auf jeden Fall weiterhelfen, wenn ihr vielleicht auch gerade erst mit dem Spiel anfangt oder mittendrin seid, was euch auf jeden Fall hilft, ein bisschen Ressourcen zu sparen, dass ihr wisst, wo ihr die Ressourcen sinnvoll ausgibt, was ihr am besten noch spart. Und ja, das würde ich sagen, reicht schon als Intro. Also einfach ein kleines Tipps- und Tricks-Video, haben sich ja einige gewünscht in dem Grundlagenguide. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. So, starten wir gleich mal mit dem ersten Tipp, und zwar eure Ressourcen. Fangt nicht an, zu früh euer Gold für Waffen auszugeben. Und zwar meine ich damit, wenn ihr hier zum Juwelenschmied geht, da dauernd Edelsteine reinzumachen, wieder rauszumachen, weil wenn ihr mal schaut, ich habe jetzt hier eine Waffe, die ist jetzt nicht unbedingt High-End, da sind nicht die super tollsten Steine drin, und trotzdem würde es jetzt kosten, die rauszumachen, 18.000 Gold. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist echt eine ganze Menge. Und wenn ihr das gerade am Anfang, wenn ihr Level 20, 30, 40 seid, wenn ihr das die ganze Zeit macht, das nervt einfach, euer Gold ist dauernd leer und es bringt euch auch wirklich nicht so viel, weil ihr spielt dann 2 Stunden mit der Waffe, maximal 3, dann habt ihr eh wieder eine bessere gefunden. Also damit würde ich auf jeden Fall warten, das am Anfang sparen, das Gold. Und ihr macht sowieso mit euren Waffen einen Riesensprung, wenn ihr selber mit eurem Charakter Level 60 seid. Das ist nämlich schon der nächste Tipp. Wenn ich mir überlege, was ich die ganze Zeit für Waffen gefunden habe, mit 40, 50, 55, da war so viel Schrott dabei. Und ab dem Moment, wo mein Charakter Level 60 war, das ist nämlich auch so, da machen die Waffen einen riesen Step nach oben. Die haben so viel bessere Stats. Da würde ich echt an eurer Stelle warten, bis ihr da zu viel Gold ausgebt und Sockel rollt, Edelsteine reinmacht, bis ihr Level 60 erreicht habt oder halt über Level 60 seid. Und wenn ihr dann neues Gear findet, was wirklich gut ist, wo ihr dann auch langsam einschätzen könnt, in welche Richtung ihr gehen wollt oder welches Bild ihr spielen wollt, dann merkt ihr ja selber, ob es sich lohnt oder nicht. Und dann kann man immer noch genug Gold für die Waffen ausgeben. Auch wenn ich jetzt schaue, das Umrollen von Sockeln, wie gesagt, wenn ich jetzt hier Stufe 2 Sockel drin haben will unbedingt, das kostet jedes Mal 1000 Gold pro Roll. Und wenn ich jetzt hier schaue, wie oft ich da was bekomme, was ich jetzt haben möchte, nämlich eigentlich überhaupt nicht. Hier hätte ich jetzt 2x Stufe 2. Man muss sich vor Augen führen, das waren jetzt gerade eben 8000 Gold, die ich zerschossen habe. Und ich habe nur 2 Sockel. Wenn ich da wirklich jetzt stumpf drauf losrollen würde, bis ich hier 3 offensive 2 Sockel drin habe, dann weiß ich nicht, ob die 61.000 Gold, die ich noch habe, reichen würden. Also so viel zum Gold. Ab Stufe 60, da dürft ihr loslegen. Vorher würde ich es wirklich nicht empfehlen. Und unsere zweite Ressource, die urzeitliche Affinität, welche ja von den Hyperwürfeln kommt. Also wir schauen mal, die habe ich jetzt hier in einem Dungeon gefunden. Da bekomme ich 100 urzeitliche Affinität. Hat man gerade im Bild gesehen. Ich würde jedem nahelegen, einfach alle Hyperwürfel, die ihr findet, mitzunehmen. Und auch wenn ihr schon alle Skills habt und denkt, ja gut, Hyperwürfel brauche ich eh nicht mehr, Skills habe ich schon alle, nehmt sie mit. Tut sie eventuell in die Truhe oder tut sie gleich in der Stadt dann mit Rechtsklick einfach umwandeln, ist ja kein Akt. Hilft auf jeden Fall, weil später braucht ihr die Ressource. Ihr werdet nie irgendwo dann sein, wo ihr 100.000 von der urzeitlichen Affinität habt, weil ihr später, wenn das dann hier mit diesem Stadtbauen losgeht und den Projekten, hier gibt es so viele Projekte, wenn ich jetzt mal eins finde, die dann auch von der urzeitlichen Affinität kosten. Das geht dann hier irgendwo los, da waren gerade schon ein paar dabei, das hier würde jetzt 12.000 kosten, 6.000, 24.000, also ihr könnt nicht zu viel davon haben. Selbst wenn ihr zu viel habt, dann könnt ihr immer noch hier in der Abschöpfungskammer, hier sieht man es, urzeitliche Affinität wird zu Gold, könnt ihr das immer noch umwandeln. Also da habt ihr dann Kosten von 1.000 urzeitliche Affinität, dadurch generiert ihr dann 10.000 Gold, also Verhältnis 1 zu 10. Und das gleiche geht auch andersrum, also ihr könnt auch Gold, dann auch wieder im Faktor 1 zu 10, zu urzeitlicher Affinität machen. Aber das muss ja auch nicht sein, man muss dann auch nicht so sein Gold ausgeben, wenn man einfach die ganze Zeit immer die Hyperwürfel mitnimmt. So, also einfach nur der kleine Tipp, lasst sie nicht liegen, es lohnt sich nicht.
Ein weiterer Tipp, den ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben will, der beschäftigt sich so ein bisschen mit den Expeditionskarten. Also wenn ich jetzt mal hierher gehe und sage, keine Ahnung, ja, ich könnte jetzt hier Stufe 157 laufen, gerade so mit auf Biegen und Brechen, das bringt euch nichts. Probiert, wenn ihr jetzt nicht gerade pushen wollt, wenn ihr einfach ein bisschen farmen wollt und zügig irgendwelche Items suchen wollt, dass ihr bei den Rifts nicht länger als 3 Minuten braucht. Also ihr habt ja dann 3 Ebenen, dass ihr insgesamt so bei 10 Minuten seid, bis ihr alle 3 durch habt, und pro Ebene, dass ihr einfach euch so bei 2,5 bis 3,5 Minuten bewegt, weil das einfach viel effektiver ist. Wenn ich mir überlege, ob da jetzt 10 oder 20 Stufen dazwischen liegen zwischen den Items, das macht nicht viel aus. Ihr könnt genauso gut mit Stufe 133 ein richtig gutes Item finden wie mit Stufe 153 oder 157. Und ihr seid aber einfach wesentlich schneller, effizienter und findet auch schneller das Item, was ihr wollt. Wenn ihr jetzt ein Item habt, was euch gerade noch fehlt zu einem Bild, dass das richtig losmetert, und ihr sucht das auf, weiß ich nicht, irgendeine Stufe, dass ihr da 1/2 Stunde unterwegs seid oder noch länger und gerade so irgendwie durch die Rifts kommt, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, wie wahrscheinlich das ist, dass ihr das findet, auch wenn das dann vielleicht ganz minimal bessere Stats hat. Oder ob sich das eher ausgeht, wenn ihr niedriger geht, schneller farmt, schneller das Item findet und dann höher gehen könnt. Also da habt ihr wirklich mehr davon. Jetzt gegen Ende des Videos möchte ich mir noch kurz mit euch hier die Stadt anschauen. Und zwar, wenn ihr dann gerade Akt 3 beendet habt, also hier im Endgame seid, und euch fragt, ach du je, so viele Sachen, wo fange ich am besten an? Ihr schaut immer zuerst hier im Sturmfallpalast. Da gibt es dann hier verschiedene, ja, Gebäude, Straßenarbeiten, Aquädukt, Abwasserkanäle sanieren, die dann einfach dauerhaft die Produktivität steigern. Und die Produktivität, die beeinflusst auch, wie viel von dem Fortschritt hier ihr am Ende von einem Rift bekommt. So, das heißt, wenn ihr hier irgendwann eine ganze Menge voll habt, farmt ihr auf jeden Fall dauerhaft schneller. Ihr müsst weniger Risiko eingehen, um hier mehr Fortschritt zu erzielen. Und deswegen würde ich hier immer, sobald es geht, die werden zwar irgendwann sehr teuer, aber sobald es geht, hiervon eins mit reinnehmen, dass ihr einfach dauerhaft einen besseren Fortschritt, einen größeren Produktivitätsbonus habt und auch schneller mit den restlichen Projekten vorankommt. Dann, das zweitwichtigste ist meiner Meinung nach hier der Suchers Garnison. Und hier könnt ihr einmal das hier auswählen, da tut ihr einfach ein bisschen Gold generieren, und mit diesen beiden Quests hier farmt ihr Items. Das wechselt hier immer, also hier steht dann die Beute, die ihr erhaltet, also Magierrüstung, hier hätten wir jetzt Schurkenrüstung, und da bekommt ihr einfach, wenn ihr das abschließt, hier 360 ist jetzt verhältnismäßig wenig, das sind auf niedrigen Stufen vielleicht 2 Rifts, die ihr da braucht, könnt so auch nochmal Items farmen, also ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und irgendwann, wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener seid, ich habe jetzt auch noch gar nicht so viel hier gemacht und kann trotzdem schon 5 Projekte gleichzeitig haben, also einmal da so ein Palast, dann haben wir hier 3, dann könnt ihr trotzdem nebenbei noch irgendwas machen. Also hier den Schwarzmarkt mache ich gerade, aber das ist so auf jeden Fall am Anfang die Reihenfolge, die ich euch empfehlen würde, dass ihr ständig hier ein bisschen Gold generiert, ein paar Items nebenbei noch farmt. Und wenn ihr Glück habt, macht irgendwelche leichten Rifts und findet hier ein super geiles Item, ist doch umso schöner, wenn man es sozusagen geschenkt bekommt. Ja, so viel dazu. Falls ihr hierzu noch ein detaillierteres Video haben wollt oder zum PST oder zum Charakterblatt, dass ich da nochmal drauf eingehe, wie einzeln die ganzen Sachen miteinander verknüpft sind, was das hier alles zu bedeuten hat, was ihr hier seht, einfach in die Kommentare schreiben, dann mache ich da gerne auch nochmal ein Video zu. Und ansonsten war es das jetzt schon mal vom Grundlagen-Guide, beziehungsweise meinen ersten kleineren Tipps und Tricks-Video so allgemein zu Wulzen, so ein bisschen auch für die Einsteiger, auf was ihr vielleicht achten könnt. Und ja, dann sage ich an der Stelle wie immer ciao ciao und bis zum nächsten Mal.